Ja, hallo liebe Freunde von La Marca. Wir heißen euch herzlich willkommen hier bei uns auf dem Caravan Salon 2022 in Düsseldorf. Wir befinden uns mit euch gemeinsam am Stand von unserem Markenpartner Hottomobil und wir möchten euch gern mit auf die Reise nehmen, euch zu zeigen, welche vielfältigen Produkte die Firma Hottomobil für euch im Angebot hat. Und wir sind auch schon gleich direkt angekommen beim ersten Modell. Wir sehen hier auf einem amerikanischen Pickup die neueste Entwicklung des Monocoques von der Firma Hottomobil, den Gladiator X-Large, der auf alle amerikanischen Doppelkabiner-Pickups passt. Aber über die Spezifikationen, die ihr jetzt seht, nehme ich euch einfach gleich mal mit auf die Reise, um euch auch die Kabine von innen zu zeigen. Ihr habt auch hier die Möglichkeit, immer über die Auftrittsstufe am Pickup direkt hinten auf die Aufsatzkabine in den Wohnraum zu kommen. Wir haben die Möglichkeit, über ein entsprechendes Stufensystem an den Stützen der Außenwand die Kabine auf dem Pickup zu heben und dann entsprechend über die Laderücksicherung mit dem Fahrzeug zu verbinden. Ihr habt eine völlig autarke Kabine, die mit Solar eure Batterie entsprechend versorgt, sodass ihr die komplette Stromeinheit dann entsprechend auch zur Verfügung stehen habt. Ein weiteres Modell, was wir hier vor uns auf der linken Seite von mir sehen, mit den Spezifikationen auf Basis eines Ford Transit mit 170 PS Automatik auf einer Länge von 6,70 Meter, einen ja, ganz besonderen Schnitt, mal einer anderen Art, in einer hochwertigen Verarbeitung, aber seht am besten selbst, ich nehme euch kurz mit hinein. Wir haben hier neben dem wirklich angenehmen verarbeiteten Leder und den Materialien, die wir sehen, eine französische Bettlösung mit innenliegendem Bad auf 6,70 Meter Ford, 170 PS Automatik. Ja, schaut auch noch mal auf dem anderen Video rein. Wir haben das Fahrzeug noch mal separat dargestellt. Dort erfahrt ihr auch noch mal alle einzelnen Informationen zu diesem Modell. Nachfragen sehr gern über alle unsere Handelspartner, die wir am Ende auch noch mal einblenden werden, oder direkt bei uns in Landsberg bei der Firma La Marca Mobility. Und wir nehmen euch jetzt weiter mit auf die Reise, um euch auch noch die anderen Produkte und Modelle zu zeigen der Firma Hottomobil. Die große Kabine in X-Large haben wir euch ja eben gerade schon gezeigt. Das ist eine Weiterentwicklung gewesen der Gladiator-Kabine, die wir hier vor uns stehen sehen, mit den eingeblendeten Daten. Passend für alle Doppelkabiner-Pickups, die es auf dem deutschen oder europäischen Markt gibt, ist sie so konzipiert, dass wenn die Kabine hinten auf der Ladefläche des Pickups steht, dann entsprechend auch die Ladekante geschlossen werden kann und eine volle Nutzungsmöglichkeit der Anhängerkupplung des Pickups besteht. Passend tut sie für alle Modelle, ob den Ford Ranger, den Isuzu, wie wir ihn hier drunter stehen sehen. Wir haben die Möglichkeit, den Amarok zu nutzen, die Mercedes X-Klasse oder eben auch den Toyota Hilux. Ich nehme euch weiter mit, denn in der Situation der Gladiator-Kabine, die wir gerade gesehen haben, war vom Grundriss eine Dusche konzipiert. Für mehr Flexibilität auf der Kabine haben wir hier die zweite Schnittmöglichkeit der Gladiator-Kabine. Ihr seht jetzt einmal den Grundriss ohne die Dusche. Hier vorne in der linken Seite haben wir dafür eben den Kühlschrank, drunter ein großes Staufach. Immer rechts die Möglichkeit, den Herd zu benutzen, das Spülbecken. In der Mitte der Sitzmöglichkeit haben wir den Tisch, der lässt sich flexibel nach unten klappen. Und in beiden kleinen Kabinen, die auf die Doppelkabine passen, haben wir die Möglichkeit, die Bettsituation auf eine maximale Größe von 2 Meter mal 1,70 Meter entsprechend auszubauen. Ich würde euch jetzt mitnehmen, auch wieder zu einem ganz neuen Modell, welches wir auf dem Markt präsentieren, und zwar dem Modell Freedom von der Firma Hottomobil, basierend auf einem VW neuester Generation, einem Doppelkabiner, hinten wieder das für Hottomobil bekannte Monocoque entsprechend verbaut, technischen Daten auf Basis des Volkswagen als Doppelkabiner, hier mal basierend mit 110 PS Schaltgetriebe. Wir haben aber auch die Möglichkeit, über andere Konfigurationsmöglichkeiten zu sprechen, ob jetzt 150 PS auch als Automatikgetriebe, aber da kommt ihr am besten mit uns ins Gespräch und erfahrt die jeweiligen Konfigurationsmöglichkeiten. Wir wagen jetzt noch einen Blick in den Freedom, um die Nutzungsmöglichkeiten zu erkennen. Ja, wenn wir in den Freedom einsteigen, sehen wir das
große, wirklich wohltuende Raumgefühl, welches sich innenliegend befindet. Man hat fast das Gefühl, in einem Wohnwagen zu sitzen, mit einer schönen hinteren Sitzgruppe, der Badsituation, dem WC und oben alkovenähnlich dann entsprechend die Schlafsituation. Abschließend möchte ich einfach euch auch noch zeigen, wohin die Reise gehen kann. In Planung befindet sich bereits das neueste Projekt, wieder vereint, natürlich auf Basis der Monocoques. Eine vielfältige Nutzungsmöglichkeit, nämlich die Kabine, die Gladiator, die wir eben schon in groß und klein gesehen haben, zu vereinen mit einem Trailer, dahinterliegenden Boot, nicht nur auf dem Pickup abzusetzen, sondern am Ende sogar auf dem Boot nutzen zu können. Das heißt, Abenteuer pur, Offroad-Möglichkeit, egal ob zu Land oder zu See. Ich würde uns freuen, wenn ihr uns hier am Stand von Hottomobil während der Caravansalon 2022 besuchen würdet oder bei einem unserer Handelspartner oder direkt bei uns in Landsberg bei der Firma La Marca Mobility. Vielen Dank und auf bald!